letztendlich zu unserem Materials. Heute zeige ich euch die simple Variante vom Master Material mit Instanzen. Wir wollen dann einfach ein Master Material erstellen und daraus Instanzen ziehen, an dem wir einfach on the fly die Texturen einfach hin und her austauschen können, wie wir es wollen. Das macht man einfach zur Optimierung, da es für die Engine wesentlich leichter ist, eine Instanz zu laden, als jedes Mal ein neues Material. Und es verarbeitet sich halt auch wesentlich schneller, was ihr dann auch gleich sehen werdet. Ja, fangen wir erstmal mit unserem Master Material an. Dazu erstellen wir uns erstmal ganz einfach ein Material und nennen es einfach jetzt mal ganz doof Master. Einfach nur so, weil wir es können. Öffnen das. Dort müssen ja wir halt auch die ganze Zeit Texturen anlegen. Aber wir sollten dies hier etwas cleverer tun, da wir diese austauschen wollen, sollten die halt ziemlich neutral erstmal sein. Und auch relativ klein, weil wir wollen ja nicht unnötig viel Platz verbrauchen. Ja, so, dazu gehen wir jetzt halt erstmal in Photoshop oder halt das Grafikprogramm eures Vertrauens. Ist eigentlich relativ egal. Wichtig ist, dass wir halt Channels haben. Wie gesagt, wenn man jetzt nicht unbedingt mit Paint arbeitet, sollte man halt auch in dem Programm Channels finden, einfach wo man halt RGB getrennt hat. So, ja, das hier ist jetzt ein wenig groß. Das sind jetzt, glaube ich, 512 auf 512 Pixel. Ist ein wenig groß für unsere Zwecke. Wie gesagt, wir wollen erstmal ein möglichst kleines haben. Also machen wir erstmal ein neues Canvas auf und gehen auf 4 Pixel mal 4 Pixel, so die Mindestgröße, die halt Unreal anzeigen kann. So, da haben wir unsere paar Pixel. Da soll jetzt Farbe drauf. Das erste, was wir jetzt machen, ist die Farbe. Und da gehen wir einfach auf Grau. Ich nehme meistens einfach 50%. Und zack. Das speichern wir. Einfach irgendwo hin. Ich lege es jetzt einfach mal hier drauf. Ich nenne es jetzt einfach mal Base Color. Okay. So, das nächste, was wir brauchen, ist ja unsere Normal Map. Die hat ja Blau, aber die hat halt ein bestimmtes Blau, nicht nur irgendein Blau. Gehen wir hier einfach Doppelklick auf unsere Farbe. 128, 128, 250. Das sind die Werte, die wir brauchen, dass wir halt die neutrale Normal haben. Das wird auch gespeichert. Save as. Base. Normal. Okay. Und jetzt kommt das Schwierige oder Schwierigere. Wir können jetzt halt einfach die Base Color, da wir ein neutrales Grau haben, auch nutzen, falls wir nur eine Roughness oder so brauchen. Ich möchte jetzt aber auch eine gepackte Datei und die ist ja unterteilt. Daher müssen wir gucken. Rot ist ja, wie gesagt, rot, wissen wir, Ambient Occlusion, die lassen wir weiß. Grün ist unsere Roughness, die können wir wirklich auch auf grau lassen, auf den 50er-Bereich, weil wir wollen die Mitte. Und blau müssen wir schwarz machen, weil Metall. Metallschwarz ist aus und es ist ja halt wesentlich mehr Sachen nicht metallisch als metallisch. Deswegen tut sich da schwarz ganz gut. Dann haben wir so ein schönes, kräftiges Orange. Und das ist die Base Pack. Okay, so unsere Texturen haben wir jetzt erstmal fertig. Die müssen jetzt erstmal rein. Ich habe die ja unter Bilder abgespeichert. Da, unsere kleinen Pünktchen. Einfach mit hinein. So. So, wir haben die Texturen drin. sRGB aus. Speichern. Unsere gepackte Datei ist jetzt fertig dafür. Jetzt wollen wir erstmal unsere Base-Sachen, also unsere Base-Texturen, einfach mal ganz normal verbinden, wie wir es kennen. Wenn ihr halt die gepackte Datei nicht braucht und zum Beispiel sagt, okay, mir reicht komplett die Roughness, könnt ihr auch unsere Base-Color, da das ja ein schöner Grauton ist, auch in die Roughness reintun und dann halt die Roughness austauschen, dann braucht ihr die gepackte Datei gar nicht. Wenn ihr mehrere Sachen habt, ist halt natürlich die gepackte Datei sinnvoll, weil wir möchten ja viel Informationen wenig Textur unterkriegen. Wie jetzt auch schon öfter gesagt, ist in der Base Color halt auch immer Gainy Alpha versteckt. Die könnt ihr in die Opacity reinmachen. Und dann halt auch hier, wie bei allen anderen, erstmal komplett normal verbinden. Das ist die Roughness, das ist die Metallic. So. Linear Color. Stimmt.
So, jetzt haben wir erstmal nur ein stinknormales Material aufgesetzt. Wie machen wir da ein Master drauf, dass wir halt die Texturen einfach austauschen können? Kein Problem, gehen wir hin. Convert to Parameter. Wir machen ein Parameter draus. Und den nennen wir jetzt einfach mal Base Color ist die Farbe. Die Normal ist die Normal. Und die gepackte Textur nenne ich einfach Pack. Das könnt ihr auch mit vielen verschiedenen Sachen machen, wie zum Beispiel bei der Farbe bietet sich das auch anders gerne mal an. Einfach hier unsere Farbnote zu nutzen. Dann könnt ihr die halt auch Farbe nennen und die dann halt auch anpassen. Ich geh meistens immer mit Grau. Ist als Basis immer schön zu sehen, die ist nicht so abgelenkend. Oder halt auch mit dem normalen Einser-Note, was jetzt zum Beispiel bei der Metallic ganz praktisch sein kann, weil man es einfach nur an- und ausschalten will, oder bei der Roughness, wo man dann halt einfach einen Wert zwischen 0 und 1 eingeben will. Die kann man auch in Parameter machen. Jetzt haben wir mal Wert. Zack. Die funktionieren dann genauso. Ich packe den einfach mal in die Roughness mit rein. Und einfach um das zu zeigen. Ja. Den wechseln wir mal. Ich lasse jetzt erstmal die Farbe drinne. Und da können wir später nochmal wechseln. Das wird jetzt erstmal gespeichert. Der speichert jetzt auch meist ein bisschen länger wie jetzt ein normales Material, weil er halt diese Parameter mitrechnen muss. So, der Master ist jetzt an für sich erstmal fertig. Nein, warte mal, ich will hier nur den Wert mal auf auch 0,5. Das ist der Default Value, also der Standardwert, den er immer hat. Der wird am Anfang immer angegeben, er muss ja mit irgendwas anfangen. Das ist dann noch ein bisschen shiny, das lenkt mich persönlich ab. Ihr dürft das ja machen, wie ihr das möchtet. Aber so einen normalen Roughness von 0,5 ist für mich angenehmer zu sehen. So, fertig ist jetzt erstmal unser Master. Ich packe den mal kurz runter. Jetzt wollen wir eine Instanz draufsetzen. Ich spreche das mal kurz. Gehen wir einfach hin. Create Material Instance. Dann packt ihr auch direkt Instance dahinter. Das könnt ihr, wie ihr möchtet, umbenennen. Und dann bekommen wir durch die Parameter diese tollen Werte. Farbe haben wir nicht verbunden. Die lassen wir jetzt erstmal aus. Die Farbe haben wir verbunden. Einmal anhaken und dann können wir hier direkt Farbe verändern. Nehmen wir mal gelb. So halbwegs. Na, hier irgendwie so ein bisschen in die Richtung. Lassen wir es einfach mal so, ist ja egal. So eine Normal könnten wir hinzufügen. Ich gehe jetzt einfach mal in den Starter Content. Hole mir da irgendeine Normal raus. Wie wäre es, wenn wir einfach hier mal die Steine dran pappen? Zack, Normal drauf. Die haben wir nicht verbunden, die können wir gerade nicht ändern. Hier können wir noch eine gepackte Textur reinholen. Ich habe jetzt halt doberweise nichts Gepacktes wirklich da, was halt Sinn machen würde. Aber wir können ja unseren Roughness-Wert verändern. Und schon haben wir es entweder. Matt, shiny, hin und her. Ihr könnt den Wert auch übersteuern, würde ich nicht empfehlen. Bleibt wirklich bei den Values zwischen 0 und 1. Machen wir 0,8, weil Steine sind ja meistens nicht so shiny. Falls ihr irgendwas gemacht habt und sagt, okay, ich bräuchte jetzt bei meinem Master doch was anderes, wie zum Beispiel, ich habe hier die Farbe. Könnt ihr das hier einfach auch nochmal verändern, speichern und das passt halt alle Instanzen an, die daran angelegt sind. Und jetzt habe ich halt hier ja unseren Farbwert nicht mehr. Jetzt habe ich hier einfach nur die Farbe an sich. Da gehen wir auch wieder in den Starter-Content. Da haben wir bestimmt doch eine passende Textur zu unserem Stein. Der hier müsste das sein. Ja. Jetzt haben wir halt, ja. So, und aus dem Master können wir jetzt einfach so viele Instanzen ziehen, wie wir brauchen. Da haben wir noch eine. Da machen wir jetzt irgendwas anderes rein. Gepackte Textur habe ich jetzt, wie gesagt, halt nichts Passendes da, aber auch hier einfach reinziehen. Es muss halt immer nur auch eine gepackte sein, sonst macht das keinen Sinn. So und so können wir halt einfach jede Menge verschiedene Materialien auch schnell ändern. Und wie gesagt, die sind halt auch wesentlich schneller berechnet für die Engine, wie ihr jetzt jedes Mal ein neues Material aufsetzen. Und man kann es sogar on the fly einfach direkt verändern. Ich zeige es jetzt einfach mal hier an so einem Boden
Ich packe jetzt einfach mal unser Holz hier drauf und die Steine da hinten drauf. Einfach, dass ihr es auch nochmal seht, wie es in der Engine direkt angezeigt wird. Das erste Mal berechnen dauert halt wie immer ein bisschen länger. Ja, die sind halt auch nicht die schönsten Meshes, weil die halt doch sehr gestretched sind. Aber auch hier können wir sagen, okay, ich möchte nicht das Holz haben. Ich nehme hier, keine Ahnung, hier den Oak. Und ihr seht, direkt ändert es sich. Gleiches Spiel hier auch mit dem hier. Machen wir den nochmal auf. Und sagen, okay, ich möchte da eine Brickwall hin. Machen wir die doch mal. Zack, zack, on the fly. Wie gesagt, halt das Todesgestretch, weil es halt die Anfangsdinger sind von Unreal. Die sind nicht gut bearbeitet, die sind einfach nur langgezogen. Wenn man Texturen drauf macht, sieht man es. Aber hier, wie gesagt, on the fly einfach ändern. Ihr habt ihr gesehen, wie schnell es sich ändert. Einfach, weil es halt sich nicht so viel berechnen muss. Am Anfang etwas länger und danach einfach drauf, 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 fertig. So, jetzt haben wir unseren Standard Master erstellt. Den könnt ihr auch für vieles andere verwenden. Ihr könnt auch mehrere Sachen hier noch anschließen, zum Beispiel hier die Massive Color. Könnt ihr dann halt auch sagen, okay, ich möchte eine Farbe haben, ich möchte hier nochmal einfach nur einen Farbwert haben oder einfach nur ein An und Aus. Dann könnt ihr sagen, okay, ich habe halt hier ein Selbstleuchten drauf. Dann könnt ihr sagen, okay, ich habe jetzt hier halt noch ein Selbstleuchten drauf. Wird jetzt hier halt nicht so wahnsinnig stark auffallen. Okay, außer man übertreibt es halt komplett. Das leuchtet dann eigentlich ein bisschen. Es kann auch farbig leuchten. Ihr könnt halt alle Werte anpassen, wie ihr sie möchtet, indem ihr halt einfach Parameter davor setzt, den ihr dann in die Instance bearbeiten könnt. Das funktioniert eigentlich mit allen Sachen. Mal hat das mehr Sinn, mal weniger Sinn, je nachdem, was ihr halt auch braucht für euer Projekt. Das muss man so ein bisschen anpassen. Das nächste, was ich euch zeigen werde, ist halt ein komplexerer Master, wo man halt auch einzelne Werte halt, wie zum Beispiel aus einer gepackten Datei die Roughness alleine ändern kann, ein Tiling anpassen kann und so weiter, wo man halt einfach noch mehr Werte anpassen kann. So, aber das war es jetzt für jetzt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich auch gerne mal auf Twitch besuchen. Ich bin momentan relativ oft am Streamen. Mal arbeite ich an der neuen Szene, wie ihr schon im Speedbuild gesehen habt. Das war jetzt zum Beispiel ein Twitch-Stream. Ihr könnt mich dort besuchen, fragen, wie ich mich ein bisschen mit beschäftigen. Ja, mal spiele ich oder auch, mal zeichne ich auch mal ein bisschen. Ja. Und dann wünsche ich euch alle noch einen schönen Tag.